Und damit, meine Lieben, begrüße ich euch recht herzlich willkommen zurück zu Pumpkin Jack. Und zwar sollten wir durch dieses Portal eigentlich jetzt zum Zauberer kommen und ihm den Gar ausmachen. Wir werden sehen. Wow! Und, wie gesagt, das müsst ihr leider alleine durchlesen, was er da sagt, weil ich das überhaupt nicht lesen kann, gerade weil ich total konzentriert bin und jetzt ja schon auch fast aufgehe. Oha. Oha. Oh, 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 oh. Oh, wir sind gleich tot. Ich seh's kommen. Oh. Ach, schmeißt uns bestimmt wieder irgendwo raus, ne? Ja, wir sind beim Zauberer angekommen. Du bist also der große Jack. Endlich lernen wir mich kennen. Willkommen in meiner bescheidenen Residenz. Was ist das für ein Ort? Eine... Was? Mini-Dimension von mir entworfen. Hier kann ich in Ruhe arbeiten. Und doch wagst du es, mich zu stören? Ich bin hier, um dir deine unheimlich kleine Visage zu polieren. Ah, du kommst gleich zur Sache. Das gefällt mir. Nicht, dass es einen Unterschied machen würde. Dieses Amulett ist nutzlos, da kannst du mich auch gleich erledigen. Okay. Das nimmt einen doch irgendwie den Spaß an der Sache. Ha, den Spaß, was? Ich erfüllt den Abschlachten auf die gleiche Weise, wie mich die Forschung erfüllt. Und doch weiß ich trotz meiner Bemühungen noch immer nichts mit dem Amulett der verglühenden Asche anzufangen. Die letzte Zeile auf der Steintafel, ich habe sie unkenntlich gemacht, auf den Fall, dass das Amulett in deine Hände geraten sollte. Willst du wissen, was in der letzten Zeile stand? Willst du das Geheimnis des Amuletts erfahren? Barfort. Eine reine menschliche Seele, das ist alles, was da stand. Eine reine menschliche Seele. Ist meine Seele etwa nicht rein genug? Habe ich etwa nicht mein ganzes Leben dem Wohl der Menschen gewidmet? Mach dir nichts draus. Du hast gut reden, Jack. Du hast wohl die reinste Seele von allen, was? Keine Bindung an einen echten Körper, völlig losgelöst und frei in diesem dämlichen Kürbis. Was willst du tun? Mir die Seele entziehen und sie für deine Zaubertricks benutzen? Dieser Plan ist so gut wie jeder andere. Jetzt halt still, Jack, dass ich hier ein wenig wehtun. Möge dies das Ende deiner teuflischen Existenz bedeuten. Nö. Oh nein. Aua, aua. Aua. Ah, zu spät. Scheiße, langsam. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon.
Jawohl. Ah, jetzt reißt er wieder. Oh nee. Das ist der Tassel. Oh, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Holy shit. Ich bin runtergefallen. Schon wieder. Wow. Ich spring doch durch dieses scheiß Loch. Oh. Oh, oh. Jawohl. Ich wusste schon, warum ich das als eigenes Video mache. Ha! Ich habe nicht aufgepasst. Ah, scheiße. Oh, fuck. Jetzt müssen wir das normal machen. Oh. Ist das ekelhaft. Jetzt wird es wieder kleiner, das Feld. Boah. Gott. Jetzt kommen diese ganzen Wirbelstürme wieder. Oh mein Gott. 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 Oh Gott. Jetzt kommen wieder diese. Ja. Boah, oh Scheiße. Noch kleiner. Nicht quatschen, du Horst. Oh Gott, jetzt wurde ich fast runtergeschmiert, ne? Oh Gott. Oh nein. Aua. Nein, nein, nein. Aua, aua. Oh, oh, da müssen wir jetzt durch. Aua. Komm schon. Komm schon, komm schon. Ja. Ja, wir haben ihn. Nein. Ah, nein. Unmöglich. Für wen hältst du dich? Merkt ihr das gut? Ich bin der große Jack. Klar, soweit. Du Ratte. Was hast du getan? Verflucht seist du, Jack. Verflucht seist du. Und dein Verflucht sei auch die schwächliche Welt, in die du zurückkehren wirst. Ha, das ist doch Sinn der Sache. Ah! Er ist tot, Jack. Er ist tot, Jack. Du hast es geschafft.
Die kleine Nervensäge ist endlich tot. Trotz all unserer Macht war er es uns nicht gewachsen. Ja, all seine Macht. Was schwebt dir vor, Jack? Du hast schon wieder diesen Blick drauf. Das Amulett der verglühenden Asche und eine reine menschliche Seele. Meine Seele. Ja. Ich kann die Macht spüren, meine Macht. Der Teufel kann warten. Wird Zeit, dass ich mich mal ein wenig amüsiere. Ja, das nenne ich endlose Macht. Ich bin wie ein König, wie ein Gott. Ich bin Jack. Victory at last. Victory for the Underworld. Victory for the Devil. And victory for the great Jack and his friends. Even with the likes of monsters, humans, and Santa Claus himself standing between him and the wizard, Jack and his companions cut through their defenses and make their way to the heart of the North. The cold and bitter air does little to deter Jack from fulfilling his mission, as he finally reaches the final portal, where on the other side, the wizard has betrayed and failed to unlock the amulet's power. Only releasing that Jack's pure human spirit is the final key to wielding the power of the amulet. The wizard confronts Jack in the flesh at last. As the legend predicted, the champion and the pariah join in their final battle of good versus evil. And evil triumphs. It's a long and arduous battle, and the wizard is powerful and cunning. Faced against Jack's greatness, cunning and strength, the wizard falls at last. With his dying breath, he curses Jack and the world he inherits. Just in time for Jack to steal the amulet and take its power for himself, empowering the humble soul inside a pumpkin like a god. Returning to the devil's good graces after so many centuries, Jack is free to roam the monster-infested earth and powerful enough to destroy it. All just another day in the life of the great Jack. Und das, meine Lieben, war Pumpkin Jack. Ja, und damit ist dieses Let's Play-Projekt auch durch. Es war ein mehr oder weniger recht kurzes wieder. Das danach wird wieder ein bisschen länger sein. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es schon einmal gespielt, weswegen keine Trophäen gekommen sind. Die ihr über die PlayStation, glaube ich, sowieso gar nicht sehen könnt. Und ja, wie gesagt, bedanke ich mich recht herzlich halt, dass ihr halt eingeschaltet habt und euch das angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, dann abonniert mich, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Und ja, wie gesagt, es hat mir großen Spaß gemacht, es war richtig cool gemacht. Das Spiel ist halt, wie gesagt, kurz, aber trotzdem, dann wünsche ich allen noch viel Spaß, die jetzt wahrscheinlich nochmal so die Parts durchspielen werden für die Trophäe, weil ihr die restlichen Kürbisschädel alle noch braucht. Kürbisschädel, sag ich schon wieder. Krähenschädel heißen die ja. Pro Gebiet gibt es ja Krähenschädel und vergesst nicht die. Mensch, wie heißen sie denn nochmal? Scheiße, jetzt habe ich vergessen. Ja, für die Trophäen haben wollen, ihr wisst, welches andere Sammelzeug ihr noch braucht, ne? Ja, wie gesagt, dann bedanken wir uns auch an die Entwickler für das schöne Spiel, was ihr da gemacht habt. Vielleicht kommt ja noch eine Fortsetzung. Man weiß es ja nicht. Also, ja, seht ihr hier, da fehlt noch diese ganzen Krähenschädel. Aber da ich das schon auf Platin habe und schon einmal durchgespielt habe, brauche ich das nicht mehr. Es gibt auch eine Trophäe für alle Skins. Uns würde jetzt der Bussard noch fehlen. Und ihr seht, da fehlen halt noch 18 Stück. Aber ist ja jetzt nicht so schlimm, wie gesagt.
Vielen lieben Dank an die Stelle nochmal, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich sage bis zum nächsten Projekt. Bis dahin sage ich ciao, ciao und bis dann.